ist gewarnt. Peter Schöttl, der hat zwei Veränderungen vorgenommen gegenüber dem 2:0-Sieg in der Südstadt. Da ist Lukas Grozurek wieder in der Startelf an der linken Seite. Guido Burgstaller fehlt ja gelb gesperrt. Apropos Sperre, Terence Boyd hat seine Sperre wiederum abgesessen und ist retour, ist also die Solospitze im 4-1-4-1-System. Ja, die Abwehr, die bleibt unverändert. In 7 der letzten 8 Pflichtspielen haben dieselben 4 Herren gespielt, also Schrammel, Gerson, Sonnleitner und Schimpelsberger. In der Zentrale sollen Deni Ala und Steffen Hofmann wirbeln und für die nötigen Akzente sorgen im Spiel nach vorne, dass die Fans hier auch mal wieder was geboten bekommen heute bei diesen kalten Temperaturen. Es werden ja schon so 13.000, 14.000 erwartet. Die 10.000 sind vielleicht jetzt schon auf ihren Plätzen und sind ziemlich gespannt, was sie da heute Abend sehen werden. Ja, und weil es richtig kalt ist, dauert es auch ein wenig, bis da alle rauskommen. Schauen wir uns deshalb gleich mal, würde ich vorschlagen, die Rieder-Formation an. Da hat Gerd Schweizer ein 4-2-3-1 wiedergewählt. Das hat ja auch gegen Salzburg schon sehr gut funktioniert. Und ja, der interessanteste Name heute ist mit Sicherheit René Gartler, der nach seiner Erkrankung wieder fit genug ist und mit dabei ist und also gegen seine Ex-Mannschaft auflaufen kann. Interessant, dass Clemens Walsch nur auf der Bank sitzt, obwohl dieser zuletzt in 3 Runden 3 Tore gemacht hat und ja auch den Umschwung gegen die Salzburger eingeleitet hat. Aber der wird vielleicht noch seine Chance bekommen. René Gartler zum ersten Mal als Gegenspieler hier von Rapid im Hanapi-Stadion unterwegs. Er hat 10 Treffer gemacht für Rapid in 59 Spielen und jetzt schon 9 Saisontore für die Rieder gemacht. Also das war eine Riesenverpflichtung aus Sicht der Innviertler. Wird diese Begegnung leiten. Es ist sein 40. Bundesliga-Einsatz. Mit der Sonne gegen die Sonne. Ja, Wechsel ist auch. Viel Spaß. Viel Spaß. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Der justizwache Beamte, der also heute wieder die Ehre haben wird, unter anderem auch Steffen Hofmann pfeifen zu dürfen, der ja eine Riesenbilanz aufzuweisen hat gegen die Rieder, der Assist-König. Hofmann heute zum 30. Mal gegen Ried und bisher sind ihm schon 24 Torvorlagen gelungen und 5 Treffer. Und die Brille wird er wohl noch länger aufhaben, hat gemeint, bis ins Frühjahr auf jeden Fall und dann vermutlich sogar, also ist nicht ausgeschlossen, bis zum Karriereende, aber behindert ihn nicht weiter. So der Liebling der Rapid-Fans, der nicht 90 Minuten spielen wird. Auch das hat er schon vorher angekündigt. Los geht's, Rapid von rechts nach links in den ersten 45 Minuten, also im 600. Heimspiel, hat der Rekordmeister Anstoß und möchte gerne den dritten Ligaerfolg in Serie einfahren. Zuletzt hat es ja 2 Siege jeweils zu 0 gegeben, auch wenn da vor allem die Standards mitgeholfen haben, dass Rapid so richtig reingekommen ist ins Spiel. In Sachen Chancen kreieren, da gibt es noch Luft nach oben in dieser Phase der Meisterschaft. Nacho verlängert.
Thomas Schrammel beim Einwurf, der ja auch schon viele Ligaspieler für Spiele für den heutigen Gegner absolviert hat. Genauer gesagt 62. So ein Leitner muss hin und das macht er auch gut. Deni Ala. Der, der eigentlich etwas offensiver aufgestellt sein sollte als Steffen Hofmann. Pichler retour zu Gerson. Wieder Harry Pichler. Ja, das war keine allzu gute Idee. Dieses Duell gegen Robert Schul hätte er beinahe verloren. Inklusive Ballverlust. Dorrit Spoyd verliert den Ball an Nacho. Dann ist zum ersten Mal etwas Platz da gewesen für Anil Hacic, Meilinger. Das sieht nach einer richtig schönen Freistoßposition für die Rieder aus. Clever gemacht von Hacic, der diesen Freistoß rausholen wollte. Das ist ihm auch gelungen. Entweder er oder Meilinger. Rechts oder links? Hacic rechts, Meilinger links. Anil Hacic macht's. Trifft aber nur die Rapidmauer. Nächster Anlauf über Marcel Ziegel. Ja, den Pass hatte er so nicht vorgehabt und dann ist die Fahne nach oben geschnellt von Assistent Klaus Strasser. Und das auch mit rechts. Gesehen vom FIFA-Mann. Kein guter Pass von Deni Ala. Gedacht für Lukas Grozurek. Und dann wollte Gartler den Freistoß schinden, hat sich dann noch kurz beschwert beim Assistenten, der direkt daneben stand, aber Partie, denke ich, konnte man schon laufen lassen. Jules zuletzt mit großartigen Leistungen, hat sich toll entwickelt und in dieser Saison auch sehr effizient geworden. Andreas Schicker. Und eigentlich fast immer, wenn es einen Einwurf gibt für die Rieder, dann soll Schul was damit machen. Er, der die Bälle einfach am besten abdecken kann, verarbeiten kann. In diesem Falle war es allerdings nicht leicht. Etwas zu hoch geraten, der Einwurf von Schicker. Gebauer. Nacho. Stark verlängert. Zusammenspiel mit Gartler. Und dann wollte Hofmann den Konter einleiten, aber Alexander Akam hat schon auf Freistoß für Ried entschieden. Nacho leicht angeschlagen. Vielleicht noch der Kontakt nachher gegeben. Auf alle Fälle die Entscheidung, die sitzt. Und Marco Meilinger, der jetzt dran ist mit der Freistoßflanke, die auch ganz gut verlängert wird.
denke, das war Jan-Marc Riegler, der per Kopf dran war. Ziegel. Ja, das war nochmal diese Flanke von Meilinger und der zu zentral ausgefallene Kopfball von Riegler. Etwas zäher Beginn für das Team von Peter Schöttl. Das war eine gute Idee von Trimmel. Der Ball ist schon wieder weg. An sich hatte ja Peter Schöttl vor, dass sein Team hier von Beginn an Vollgas gibt, um das Publikum so richtig anzuheizen. Davon ist noch nicht allzu viel zu sehen. Garta gegen Gerson Nacho. Ziegel. Der Kader ist wieder gut besetzt beim Rapid. Peter Schöttl, der richtig froh darüber war, dass er endlich mal alle Kaderspieler beim Training hatte. Schul. Auch das war ein super Pass auf Nacho. Und dann kann Schrammel gerade noch eingreifen. Sehr schöner Haken, dann hat Schul den Kopf oben, spielt diesen perfekt getimten Pass auf Nacho und dann macht Schrammel seinen Stellungsfehler wieder gut auf Kosten einer Ecke. Marco Meilinger. Ja, sauber abwehren, sieht anders aus. Wieder hatte Schrammel da Riesenprobleme. Meilinger mit dem Eckball und Schrammel schafft es auch beim zweiten Versuch nicht. Und so kommt Gartler noch zu dieser Szene. Wieder Meilinger, wieder gefährlich und Königshofer. Nächste gute Gelegenheit für die Rieder, die beiden Innenverteidiger. Zunächst war es Riegler und jetzt Reifelshammer. Und der Gegenzug von Rapid ist noch nicht zu Ende. Auch wenn da nicht immer Präzision mit dabei war. Grozurek. Und dann wieder Robert Schul. Sieht Gartler. Der hat nur noch Gerson vor sich. Nimmt Meilinger mit. Ja, da hätte Gartler durchziehen müssen. Ich denke, der hatte gar nicht gesehen, wie viel Platz da eigentlich war. Zuvor die Ecke von Meilinger. Dann ist Gartler noch dran und Reifelshammer schafft es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Riesenchance für Thomas Reifelshammer. Ja, den muss er eigentlich machen. Auch wenn man damit nicht rechnen kann. Aber da war das Team von Gerd Schweizer ziemlich nah dran. Am Führungstor. Foul von Pichler, ungestüm gegen René Gartler. Ja, die ersten 10 Minuten gehören Rietz, keine Frage. Viel Ballbesitz, eine Top-Chance, nicht die nächste, weil Nacho zurückgepfiffen wird. Aber Rapid spielt hier wie eine Gastmannschaft. So, hier sehen wir, dass diese Entscheidung eine falsche war. Und das hätte bedeutet, dass Nacho wohl alleine auf Königshofer
zugelaufen wäre. Schrammel ist da zu spät rausgerückt. Erste Fehlentscheidung. Und so knapp war es eigentlich gar nicht bei näherer Betrachtung. Trimmel legt sich den Ball zu weit vor und dann wird noch der Gegenspieler umgesenzt. So, hier nochmal die Aktion, die zur gelben Karte führt. Ja, da hat Trimmel nicht zurückgezogen, hat gesehen, den Ball erreichte er nicht mehr und Riegler stand da einfach im Weg. Symbolträchtig dieses Bild für Rapid in dieser Anfangsviertelstunde. Trauner marschiert und marschiert, wird nicht gefoult. Beuth, gut gesehen, dass Hoffmann Platz hat in der Zentrale. Auch das war stark. Trimmel legt sich wieder den Ball zu weit vor, aber diesmal verzichtet er auf ein weiteres hartes Einsteigen. Ansonsten hätte sie vielleicht eine frühe gelb-rote Karte für ihn gegeben. Hoffmann in Rage. Wieder Nacho und Schrammel, die beiden, die noch einige Zweikämpfe heute Abend bestreiten werden. Dann stark gemacht, zunächst von Grozurek. Diesmal hat der zweite Assistent angegriffen, Gerd Adanic. Das nächste Foul von Harry Pichler. Gegen Schul. Aber Schul einfach wieder eher am Ball dran und Pichler muss das Foul begehen. Und wieder kommen die Rieder. Marco Meilinger. Anel Hacic. Der auch ganz gute Erinnerungen hat an Sanapim. Wenn wir an den Cup denken, hat vor eineinhalb Jahren im Cup-Achtelfinale den 2:1 Siegtreffer erzielt und jetzt reißt ihm diese Flanke ab. Aber das sind schon beeindruckende Werte, die die Rieder hier vorweisen können. In diesen ersten knapp 15 Minuten 5:0 Torschüsse für den Gast aus dem Innviertel. Schul. Nacho kommt zu kurz. Dann arbeitet Trauner etwas zu heftig gegen Grozurek. Hoffmann. Sonnleitner. Gute Spielverlagerung auf Schrammel. Grozurek, gute Bewegung gegen Trauner. Schöner Pass auf Deniala, der hat Probleme bei der Ballannahme. Aber da kommt Steffen Hoffmann. Der erste Torschuss von Rapid. Genau eine Viertelstunde hat es dafür gebraucht, weil Grozurek hier sehr schön agiert, aller Übersicht beweist. Möglicherweise der Weckruf für Rapids Offensive. Wieder Nacho. Stark beim Kopfballduell, diesmal gegen Grozurek. Wieder der Spanier auf Hacic.
Meilinger gegen 2, 3. Schul. Ziegel. So spielt eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen hat nach diesem 3:1 über Red Bull Salzburg. Meilinger, Schul, fantastisch gespielt. Wieder Meilinger, auch der Pass war großartig. Schul flankt abseits, Mainz erneut, Klaus Strasser. Aber das sieht nach richtig gutem Kombinationsfußball aus. Da hat es begonnen, Meilinger mit Schul. Auch der Pass war richtig gut. Und dann steht Hacic ein paar Zentimeter vorne. Gottschalk bleibt hängen an Trauner. Das war auch kein Foulspiel des Rieders. Gerson verhindert, dass der Pass ankommt bei Nacho. Und jetzt hat Gottschalk wieder Platz. Beuth will angespielt werden. Terence Beuth kommt nicht hin. Gebauer gerade mal eben noch vor dem Rapid-Angreifer. Ja, wenn was geht bei den Gastgebern, dann wenn Gottschalk im Spiel ist. Der Pass etwas zu steil für Terence Beuth. Aus der Rapid-Mittelfeldzentrale kommt gar nichts. Und jetzt heißt es wieder defensiv sich orientieren. Schicker. Ah, Königshofer. Hat da natürlich keine großen Probleme mit dieser Flanke. Hier nochmal diese feine, feine technische Aktion des Farids. Da hat eigentlich fast alles gepasst, bis auf diesen Pass dann von Gartler, der zu ungenau war für Schul. Und deshalb war die Bewegung draußen aus diesem Angriff. Aber der Tabellenfünfte aus Ried bisher spieltechnisch gesehen eine Klasse stärker als Rapid. Gerhard Schweizer, der mit großem Erfolg sein System umgestellt hat gegen die Salzburger. Aus dem 3-3-3-1 ein 4-2-3-1 gemacht hat. Und jetzt zusieht, wie Trimmel auf und davon ist. Ziegel versucht ihn zu stören, gelingt nicht. Hofmann, Aller lässt durch, das war eine gute Idee. Grotzerek, das muss dann schneller gehen. Mit diesem Haken konnte Trauner rechnen. Grotzerek. Schrammel setzt nochmal nach. Aller, der noch das eine oder andere Mal Probleme hat. Und dann verpasst Terence Beuth. Hätte beinahe profitiert von dieser Schusshereingabe von Thomas Rammel. Zumindest wird diese Partie jetzt etwas offener. Rapid fängt langsam aber sicher an mitzuspielen. Und vielleicht hat er den schon so geplant gehabt, dass der direkt einschlagen sollte. Denialer, der gegen Ried immerhin schon 6 Tore gemacht hat, gegen keine andere Mannschaft, trifft er so gerne. Übrigens jeweils mit einem Doppelpack.
Schrammel im zweiten Versuch zum Gegner, zu Hacic. Dann versucht Rapid mal früher zu stören, Pressing zu spielen. Mit mäßigem Erfolg. Deniala. Trimmel. Schöne Aktion von Trimmel. Weniger präzise dann von Schimpelsberger. Hofmann. Guter Ball von Schrammel auf Terence Boyd und dann das Missverständnis mit Lukas Grozarek. Und einige hängende Köpfe bei den Rapid-Spielern. Gebauer bisher noch gar nicht geprüft. Verlebt bis dato einen sehr ruhigen Arbeitstag. Meilinger und Königshofer hat da schon ein bisschen mehr zu tun. Bichler. Ja, die Passwege waren zugestellt. Deshalb geht's nochmal über Gerson. Nächster Anlauf von Ari Bichler. Diesmal die lange Variante, gedacht für Beuth. Der ist zwar ein guter Kopfballspieler, aber das ist Thomas Reifelshammer auch. Sonnleitner. Ja, das ist zu wenig. Das ist sehr ausrechenbar, was Rapid hier macht. Und wieder Gerson betraut mit der Spieleröffnung. Sonnleitner. Muss den nächsten schwierigen Pass spielen. Aber der kommt diesmal an. Und da kommt Terence Boyd. Gebauer. Erste Top-Chance für Rapid durch Terence Boyd. 25. Minute. Der erste richtig gelungene Spielzug. Schöne Direktabnahme. Aber verschätzt sich, Boyd, Tor! 1:0 für Rapid, Terence Boyd nach diesem Kapitalschnitzer von Thomas Gebauer. Und den Assist kann sich Deniala zuschreiben lassen. 8. Saisontor für Terence Boyd. Und wieder hat eine Standardsituation herhalten müssen, dass Rapid in Führung geht. So, schauen Sie auf Gebauer. Leicht gestört von Bichler. Aber aus meiner Sicht war es kein Foul. Auch wenn es den Kontakt gab, aber das ist normal. Es gibt ja keinen gesonderten Schutz für die Torhüter, auch nicht im 5-Meter-Raum. Terence Boyd, der Nutznießer dieses Fehlers.
Das war sein sechstes Tor nach einer Flanke. Absoluter Liga-Top-Wert. Der lebt einfach von guten Bällen, die von der Seite kommen. Und die Rieder werden sich fragen, wie kann das gehen? Da haben die Gäste eigentlich Dominanz ausgestrahlt. Als Auswärtsteam im Hanna B garniert mit mindestens zwei richtig guten Chancen. Und dann hat Rapid wieder einmal nach einer Standardsituation zugeschlagen und findet vielleicht jetzt besser rein in dieses Spiel. Grozorek muss er probieren. Da die Schrammel, der jetzt kommt, hier links, sehr gut, den Raum geöffnet. Trauner hat sich falsch bewegt, hat sich an Schrammel orientiert und so war der Raum offen für diesen Schuss. Gerson gegen Gartler, der spektakulär abhebt. Distanz ist nicht unmöglich für einen Direktschuss. Also wohl für Marco Meilinger. Der hat es auch probiert, aber mit wenig Erfolg. Der Rapid und die 1:0-Führung, das klappt eigentlich ganz gut in dieser Saison. 10-mal war das der Fall. 10-mal hat es auch die 3 Punkte am Ende gegeben. Zurück vor Hacic. Aber die Rieder lagen ja auch gegen Salzburg 0:1 zurück und sind wieder zurückgekommen und zwar ziemlich beeindruckend. Aber im Gegensatz zu heute haben sie dabei das Spiel nicht gut begonnen. Sonnleitner, Gerson. Das machen die Rieder sehr geschickt. Foul an Grozorek, der Tag haben kurz abgewartet, ob es den Vorteil gibt. Unangenehm für die Riede-Verteidigung. Genau so gehört ein Freistoß aus dieser Position hineingeschlagen. Trimmel hat dann eigentlich ziemlich wenig draus gemacht. Nur gestört eigentlich von Sonnleitner und dann erfolgreich von Gernot Trauner. Wieder Hofmann, wieder Ecke. Also wieder Gefahr. Ah, Reifelshammer macht es nochmal spannend. Genialer.
Klappt sein zweites Mal. Diesmal lässt sich Gebauer nicht typieren. Da hat der Torschütze hingelangt. Aber Nacho wird weitermachen können. Terence Boyd. Hier reißt der Nacho um. Schicker. Sonnleitner energisch gegen Schul. Meilinger. Schicker, Flanke. War bemüht. Findet aber keinen Abnehmer. Nacic. Spielt den Freistoß schnell ab für Nacho. Trauner, Ziegel, die Rieder versuchen wieder den Kombinationsfußball zu zeigen, den sie vor allem in den ersten 15 Minuten zeigen konnten. Rapid kommt jetzt etwas besser rein in diese Zweikämpfe, vor allem in der eigenen Hälfte. Nacic, Schul. Hat ein paar Meter Platz und er kann auch aus der Distanz schießen gegen die Salzburger. Aus 30 Metern einen Lattenkracher vom Feinsten zelebriert. Der Schuss kann da nicht mithalten. Gegen seine Ex-Kollegen. Mit einer schönen Idee hier. Schicker ist auch darauf eingestiegen. Meilinger, Schul ist durch. Gartler, Tor! Und er verzichtet auf einen großartigen Jubel. Aber der Ausgleich für die SV Ried. Ausgerechnet durch René Gartler. Sein 10. Saisontor. Damit hat er jetzt genauso viele Tore für Ried erzielt wie für Rapid. Hat allerdings um einiges weniger an Spielen dafür gebraucht. Ja, der hat die Aktion auch eingeleitet, René Gartler, mit seiner tollen technischen Einlage. Hier. Dann kommt Schicker gut mit. Meilinger, Jules lässt eher unfreiwillig durch für René Gartler und der aus vollem Lauf trifft haargenau. Mit dem Außenriss, sehenswerter Treffer der Rieder durch den Ex-Rapidler. Und weil Schul nicht mehr wirklich beteiligt war, schreibe ich mal die Torvorlage Marco Meilinger zu. Und das ist schon sein 9. Assist in dieser Saison, der Leihspieler der Salzburger. Überragende Quote. Schul. Dichler fängt diesen Pass ab, begeht dann aber diesen technischen Fehler. Und deshalb kann Meilinger wieder ein paar Meter machen. Nacho. Trimmel. Links wäre Grotzorek völlig frei. Aber es kommt nicht mal ansatzweise eben zu einer Spielverlagerung. Sonnleitner, Bichler. So, jetzt erst wird Grotzorek gesehen. Ball war noch nicht draußen. Gut gearbeitet von Nacho.
Hofmann. Bichler. Abseits von Trimmel. Meint zumindest Gerd Adanic. Dass Trimmel eine andere Meinung hat, ist natürlich nachvollziehbar. Aber da hatte der Assistent recht. Völlig verunglückt dieser Abschlag von Gebauer. Da kommt Grotzurek mit Tempo. Aber wen nimmt er jetzt mit? Das war die Frage. Deshalb die Verzögerung bei Grotzurek. Und wenn mal das Tempo draußen ist aus so einem Angriff, dann ist meist auch die Chance ziemlich gering, dass noch etwas Zählbares dabei rauskommt. Auf der Gegenseite marschiert wieder Meilinger. Meilinger, gute Flanke. Schramme wieder in Nöten. Hofmann. Immer noch Steffen Hofmann, aber Schul luchst ihm den Ball ab und es gibt dennoch Freistoß für Rapid und sogar Gelb für Schul. Also den Ball hat er sicher gespielt. Die Frage ist, ob da nicht trotzdem noch ein Kontakt mit dabei war. Hier nämlich der Griff an des Gegners Trikot. Nachher war alles okay. Ganz kurz war er dran mit der Hand an Hofmann. Das Tackling nachher war schon okay, aber ich denke, dass Hakam die erste Aktion gewertet hat. Eine harte Gelbe werden mit Sicherheit jetzt viele sagen, aber die Entscheidung, die hat der Justizwachebeamte getroffen, plus Freistoß für Rapid. Der führt dazu, dass Bichler jetzt mitspielen darf. Hübscher Idelroller. Schicker, Siegel, Schul, Nacho, das nenne ich mal eine gelungene Ballannahme, Nacho, ja, weit weniger treffsicher unterwegs als René Gartler in den vergangenen Wochen, der Riederstürmer, trifft und trifft und trifft. Gartler hat in seinen letzten drei Einsätzen immer getroffen und dabei 5 Tore erzielt. Der passt perfekt zu diesem Team. Terence Boyd alleine wird es schwer haben, vorne drauf zu gehen und zu pressen. Und da ist Schul, der ist nicht im Abseits. Nacho. Weit und breit kein Gegenspieler. Meilinger. Also keine Ahnung, was da die Rapid-Defensive im Sinn hatte.
Also da konnten die Rieder jetzt schalten und walten, wie sie Lust hatten. Das war kein Abseits von Schul. Der möchte den Ball gerne noch ablegen. War natürlich auch aus dieser Position fast unmöglich, hier direkt ein Tor zu machen. Dann kümmert sich aber wirklich niemand um Nacho. Und dann Marco Meilinger mit vollem Risiko. Also ist alles in allem keine gute Hälfte, die Rapid hier spielt. Die Rieder hingegen machen einen sehr stabilen, sehr konzentrierten Eindruck. Einzig Gebauer hatte einen schwachen Moment nach der Ecke von Deni Ala. Foul von Schul an Hofmann. Der hat Zeilig, aber Pichler hat zunächst nicht mitgespielt und hat dann dennoch die Muße, sich um den Ball zu kümmern. Und der war richtig gut. Harry Pichler. Hat erst mit etwas Verzögerung mitbekommen, dass der Ball hier abgespielt wird von Hofmann. Und dann auch technisch sauber. Das wäre ein richtig schöner Treffer geworden. Ein Bundesligator hat ja Harry Pichler erst auf seinem Konto. Und das war gegen Ried. Und zwar hier in diesem Stadion im März. Also in der vergangenen Saison beim 1:0-Sieg. Schul. Ziegel. Andreas Schicker geht da kein großes Risiko ein. Ah, Hofmann. Nicht immer im Bilde bisher. Schul. Verlädt Hofmann. Hacic, auch der kann schießen. Tritan Baholi, der Fitnessguru, der Rapidler, sieht das Ganze von der Tribüne aus. Sieht, dass sich seine Mannschaft weiterhin extrem schwer tut gegen dieses Team aus Ried. Auch Hofmann tut sich schwer. Sonnleitner. So, was geht da noch vor der Pause? Ah, da kommt sogar noch ein Tor zustande. Und es zählt Deni Ala mit dem 2:1. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff. Sechster Saisontreffer für Deni Ala. Trauner zunächst am Ball dran, Beuth, der gut nachsetzt, kein Abseits von Deni Ala und das macht er dann großartig. Auch Beuth schon mit der guten Vorarbeit. In der Zwischenzeit ist diese erste Hälfte beendet worden. Also buchstäblich mit der letzten Aktion hat Deni Ala seine Mannschaft in Führung geschossen. Thomas Gebauer war hier chancenlos im Gegensatz zum ersten Treffer von Rapid, als Terence Beuth per Kopf einnetzen konnte.
hat Rapid dabei in Führung gebracht in der 25. Minute nach dem Assist von Deni Ala. Und dann sind die Rieder zum Ausgleich gekommen. Nach dem Assist von ihm hier, von Marco Meilinger, hat René Gartler zugeschlagen. Ja, apropos, René Gartler, der ist jetzt bereit zum Interview bei Jörg Kühne. Ja, wer sind die Grünen, wer sind die Roten, wer ist das Heimteam, René Gartler? Wieso spielt fast nur Ried und wieso führt Rapid? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind die bessere Mannschaft. Kriegen zwei sautumme Tore, aber es ist viel drin noch. Obwohl wir im Rückstand sind, glaube ich, dass wir da noch Punkte mitnehmen werden. Sie haben getroffen, Sie haben nicht gejubelt, weil man einfach nicht jubelt oder schon hier aus einer gewissen Überzeugung heraus? Ja, ich habe von vornherein gewusst, dass ich nicht jubeln werde bei einem Treffer, aber das ist jetzt eigentlich komplett egal. Wichtig ist, dass wir da noch Punkte holen. Wie oft wollen Sie heute nicht mehr jubeln? Ja, so oft wie möglich. Danke. Ja, René Gartler also mit seinem 10. Saisontor. 10 Tore für Rapid, 10 Tore für Ried. Er hat eine gute erste Hälfte gespielt und das gilt eigentlich für die gesamte Rieder Mannschaft. Und dennoch liegen die Gäste mit 1:2 zurück. Sautumme Tore, hat Gartler gemeint, haben die Rieder bekommen. Na, da hat er eigentlich recht, denn der erste Treffer war natürlich auch zu verhindern gewesen. Aber Gebauer hat sich ein bisschen verflogen. Und beim zweiten Tor waren die Rieder gedanklich wohl schon in der Kabine. Allerdings stark gemacht von Deni Ala, der mit einem Assist und einem Tor überhaupt recht aufgezeigt hat in dieser ersten Hälfte. Obwohl die Rieder offensiv viel präsenter waren, das belegen auch die Zahlen zu dieser ersten Hälfte. Aber obwohl Ried hier spielt wie eine Heimmannschaft, führt dann doch der Gastgeber aus Wien-Hütteldorf mit 2:1. Da dürfte eine richtig interessante und spannende zweite Hälfte auf uns zukommen, wenn es hier so weitergeht, wenn Ried dieses Niveau halten kann und wenn Rapid dann immer wieder ab und an auch zuschlägt, dann werden die Zuseher hier im Hanapi vielleicht noch einige Tore zu Gesicht bekommen. Viel Höhepunkte in Sachen Offensive hat es nicht gegeben aus Sicht von Rapid. Aus der Mittelfeldzentrale kam zu wenig, Hofmann und Deni Ala. Aber wie schon zuletzt gegen Mattersburg und auch gegen die Admira haben Standards mitgeholfen, dass die Rapid-Fans doch jubeln durften. Terence Boyd mit dem 1:0. Dann der Ausgleich durch René Gartler. Und der war richtig schön vorbereitet von Marco Meilinger. Auch wenn die offizielle Statistik Robert Schul dann als Assistgeber ausweist, der ja noch dran war, ob es richtig bewusst war. Das sei jetzt dahingestellt, ist aber auch nicht so wichtig. Schön war es allemal anzusehen und dann noch das 2:1, als sich Terence Boyd revanchiert hat bei Deni Ala. Und der macht es dann wirklich toll. Also sehr schöne Tore haben wir gesehen, vor allem dieses hier und jenes. Der Rieder zum Ausgleich, 2:1. Führt aber Rapid. Freue mich schon auf die zweite Hälfte. Ich hoffe, da sind Sie auch wieder mit dabei. Also, bis gleich. Fans, zur Freude der Rapid-Fans steht es im Hanapi-Stadion 2:1 für die Hütteldorfer gegen die SV Ried. Die Oberösterreicher über weite Strecken in dieser ersten Spielhälfte gefährlicher, aber dann knapp vor der Pause der 2:1 Führungstreffer für den SK Rapid durch Deni Ala. Der Angriff über die rechte Seite, über Schimpelsberger, Meilinger, attackiert hier nicht und dann kommt Deni Ala zum Schuss und mit links trifft er zum 2:1 für Rapid. Verdient die Pausenführung für Rapid? Eher glücklich. Verdient würde ich nicht sagen. Mich hat Ritter sehr positiv überrascht. Sie haben sich hier nicht versteckt, haben das Spiel ganz klar in die Hand genommen. Phasenweise wirklich, ich würde sagen, in der gegnerischen Hälfte bei Rapid gespielt. Aber man sieht hier ein dummer Fehler. Eigentlich ist diese Situation schon geklärt. Geno Tronner kann den Ball wegspielen und dann über Nasser, wie man so schön sagt, in dieser Situation aller diese Situationen schießt zum Führungstreffer ein. Ja, schwierige Aufgabe heute für die Rapidler gegen Ried. Schwierige Aufgabe auch für den General Manager des SK Rapid, für Werner Kuhn. Es gilt bei Rapid einen Sportdirektor zu finden, Jörg Kühne. Ja, wann soll er denn kommen? Dieses Jahr, Werner Kuhn ist nur mehr einen Monat lang frisch. Wann kommt der neue Sportdirektor?
Wir wollen vor Weihnachten die Entscheidung treffen. Es wird Mitte Dezember knapp, also ganz sicher vor Weihnachten. Wie viele Kandidaten gibt es aktuell? Es sind einige Kandidaten, die wir selber uns ausgesucht haben und einige, die sich angeboten haben. Es wird sicher in den nächsten 10 Tagen eine kleine Liste geben, also eine Shortlist aus dieser Gesamtliste, und dann wird noch vor Weihnachten eine Entscheidung getroffen. Wer wird es hören? Einer, der sich angetragen hat, oder einer, den sich Rapid schon selber aussuchen wird? Na, schon einen, den wir aussuchen werden. Es sind sicher sehr, sehr interessante Kandidaten schon jetzt dabei. Vielleicht auch einer, der schon da ist. Carsten Janka, sollte uns eigentlich ein Interview heute geben? Wollte nicht? Als welches Zeichen könnte das zu werden sein? Carsten Janka macht bei uns einen sehr, sehr guten Job. Er ist ja gesamtverantwortlich von Jugend bis zu den Amateuren. Nur eine Mannschaft hat er nicht in der Verantwortung, eben die Profis nicht. Er hat von der Pike an begonnen. Und er ist ein sehr wertvoller Mann bei uns. Er gehört dazu, zu diesem Kreis natürlich. Oliver Bruder auch? Er ist auch ein interessanter Mann, macht diesen Job bereits. Interessanter Mann oder in diesem Kreis dabei? Mehr will ich davon nicht sagen. Es sind sehr viele Prominente dabei. Ja, Sie wissen, die Fans, die brauchen Resultate hier in Hütteldorf. Apropos Fans, wie sehr sind die Transparente gegen Ihre Person, auch gegen Stefan Ebner, schon zur Gewohnheit geworden? Wenn es nicht richtig läuft im Sport oder die Mannschaft sich schwer tut, heute Ried, wir haben vor Ried Respekt. Ried hat gegen Red Bull gewonnen. Dann kann es sein, dass Funktionäre, ich kenne diese Phasen, die gibt es im Fußball. Wenn es eben nicht gut läuft, dann ist es der Funktionär. Sie nehmen das sehr gelassen offenbar. Nein, ich nehme das schon ernst. Es sind einige Punkte, die auch uns zum Nachdenken gebracht haben, warum es so ist. Also es ist nicht so, dass wir das einfach abhaken. Aber es ist im Sport, im Fußball speziell so, wenn es nicht so läuft, dann ist es der Funktionär. Wir feiern heute hier im Gerd-Hanappi-Stadion das 600. Bundesligaspiel, Werner Kuhn. Wie viele sollen denn noch kommen? Bitte nicht noch 600. Nein, also das Stadion, bevor ich noch über die Zukunft spreche, aber es ist sicher ein verdientes Stadion. Es ist in die Jahre gekommen und wir werden diese Entscheidung auch gut überlegen und nicht einen Schnellschuss aus der Hüfte. Das war jetzt der erste Teil, dass wir also die Sanierung geprüft haben, wie umfangreich und wie notwendig und was alles notwendig wäre. Aber wir wollen auch wissen, ob auf dem Standort die Möglichkeit besteht, ein neues Stadion herzustellen. Auch noch vor Weihnachten? Nein, das wird länger dauern. Aber die Adventszeit wird stressig genug. Vielen Dank, Werner Kuhn. Aber sicher vor den übernächsten Weihnachten. Das hoffen wir. Danke. Willkommen zurück, liebe Zuseher. Die zweite Hälfte gleich kann sie losgehen. Hier im Gerhard-Hanappi-Stadion Carsten Janka, also einer der Kandidaten für den Posten als Sportdirektor beim Rapid. Ja. Recht gelassen wirkt er und wollte uns kein Statement geben, ob dieser möglichen neuen Position, die er bekleiden könnte. Mal schauen, was daraus wird. Hat mit Sicherheit auch einigen Kredit bei den Rapid-Fans. Und die Spieler kommen langsam aber sicher wieder. Retour, einer wird nicht retour kommen. Steffen Hofmann wieder raus zur Pause. Leider fast schon ein gewohntes Bild bei Rapid. Möglicherweise hat wieder ein Muskel zugemacht. René Gartler natürlich weiter mit von der Partie. Hat auf überbordenden Jubel verzichtet, wie es eigentlich die meisten machen, wenn sie gegen ihren Ex-Verein treffen. Schönes Tor zum 1:1 und dennoch liegt Ried hier zurück mit 1:2, weil Denial Abend knapp vor der Pause auch sehr schön getroffen hat, nach Vorlage von Terence Boyd. Die beiden, die also für beide Tore verantwortlich zeichneten in dieser ersten Hälfte, die lange Zeit im Zeichen von der SV Ried stand. Markus Hirkinen kommt für Steffen Hofmann und wird jetzt also in der zweiten Hälfte in der defensiven Mittelfeldzentrale werken. Steffen Hofmann ist einfach platt, wird uns gerade geflüstert von den Rapid-Verantwortlichen. Also da scheint es keine neuerliche Muskelverletzung zu geben, sondern da reicht einfach die Kraft noch nicht aus. Rieder jetzt in Hälfte 2, von rechts nach links mit dem ersten Freistoß nach der Pause. Nicht das erste Foul von Harry Pichler.
Gerhard Schweizer, ziemlich erbost über die Tatsache, dass Pichler weiter keine gelbe Karte sieht. Genau darum geht es jetzt im Gespräch mit Markus Hameter, mit dem vierten Offiziellen. Trimmel. Und Schippelsberger kommt nicht vorbei. Und jetzt ist Peter Schöttl extrem sauer gewesen. Hat da ein Foul an Trimmel gesehen. Das hat natürlich stattgefunden, aber Hakam hat abgewartet, ob Schippelsberger die Ballkontrolle schafft und durchziehen kann und hat deshalb den Vorteil gegeben. Beide Trainer also schon auf Betriebstemperatur in dieser zweiten Hälfte. Schul. Marco Meilinger wird die Ecke ausführen. Alles, was Kopfballkraft hat, mit dabei bei den Riedern. Aber Beuth kehrt zunächst. Voller Schuss von Nacho. Ich denke, der wäre gar nicht so schlecht gekommen. Ah, que miseria, denkt sich da der Spanier. Den trifft er eigentlich richtig gut. Und dann ist Gerson im Weg. Linksfuß Meilinger hat ausgedient, darf jetzt selbst mitmischen im Strafraum. Ekenen, erste defensive Tat von ihm. Ja, das ist auch eine eher kuriose Entscheidung jetzt, denn da hätte es einfach den Vorteil geben können für Rapid. Warum da jetzt im Nachhinein auf Abseits entschieden wird, kann ich nicht nachvollziehen. Königshofer. Ziegel. Gerson. Schrammel. Verfolgt von Nacho. Ekinen. Unter Druck. Erneut gutes Stellungsspiel von Reifelshammer, aber den Ball bringt er nicht weit weg. Da kommt Grot zurück und in der Mitte wäre Terrence Boyd, aber er ist im Abseits. Und der Treffer zählt nicht. Ja, wäre auch mein erstes Gefühl gewesen, dass Boyd da ein paar Zentimeter vorne stand. Aber wer interessiert sich schon für mein Gefühl? Da schauen wir uns doch lieber die Zeitlupe an und sagen, das hat Klaus Strasser richtig gesehen. Schade für Terrence Boyd, denn es war eine sehenswerte Volleyabnahme. Und wäre es ein zweites Tor gewesen. Und ein 3:1, denke ich. Da wäre dann der Sieger wohl doch schon fast fix. Riegler. Schul wollte verlängern. Kein Foul an Hacic. Auch keins an Ekinen, doch. Markham gibt den Freistoß. Trimmel. Dort Beuth den falschen Laufweg.
zumindest aus Sicht von Trimmel gewählt. Schul. Nacic, Reifelshammer. So, da fallen sie beide. Und Hakam fällt die Entscheidung zugunsten des Favorits. Nacic gegen Groth zurück. Meilinger. Und da ist Königshofer und da ist das Foul von René Gartler. Oh, aufpassen, Lukas Königshofer, das war nah dran an einer Tätigkeit. Da springt Gartler hinein in den Keeper, war sicherlich keine faire Aktion, aber auch kein allzu schlimmes Vergehen. Ja, Kontakt hat es da keinen gegeben, Gartler vom Luftzug quasi getroffen worden und ist dann von dannen gezogen. Spiel von Anil Hacic. Genialer. Nacho wehrt ab. Schicke kann den Konter nicht einleiten und dann wird es richtig gefährlich. Gebauer schießt Terence Boyd an. Sehr präsenter Einsatz von Terence Boyd. Nach seiner Sperre also wieder retour. Mit einer Torvorlage, mit einem Tor. Und einigen guten Aktionen. Auf der Gegenseite kommt Meilinger, da kommt Schul. Und der wird geblockt. Gerson bleibt liegen im Strafraum von Rapid und deshalb unterbricht Alexander Hakam. So, Behandlung ist vonnöten. Schul ist etwas glimpflicher davon gekommen. Nach diesem Duell, in dem eigentlich drei Spieler verwickelt waren. Schul hier diese schöne Ballannahme mit der Brust. Dann Meilinger. Schul setzt nach. Häkkinen kommt von hinten. Und dann prallt Schul hinein in Gerson. Vielleicht wird Gerson auch noch von Häkkinen getroffen. Ja, sieht gut aus, dass der brasilianische Innenverteidiger weitermachen kann. Ja, morgen dann das Duell, auf das sich eigentlich alle freuen. Auch wenn sie Rapid-Fan sind oder Ried-Fan. Ich denke, dieses Spiel sollte sich keiner entgehen lassen. Salzburg gegen die Wiener Austria. Gartler. Ein Fersler für Häkkinen. Riegler, Schicker. Ja, das war ein bisschen ungeschickt von Trimmel, da hatte Schul keine großen Möglichkeiten mehr. Hat
gerade gesehen, da geht nichts mehr. Also am besten den Freistoß ziehen, sich ein bisschen fallen lassen. Kontakt hat es natürlich gegeben. Eckinen aufmerksam. Deniala. Beutz. Und noch da war das Beste eigentlich, was ihm passieren konnte, dass er gefoult wird. Und weil ich vorher kurz Salzburg erwähnt habe, Rapid jetzt ziemlich nah dran an den Bullen, wenn es bei diesem Sieg bleibt. Nur noch ein Zähler Rückstand. Und dennoch werden wohl die meisten, die im Lager von Rapid sind, sich jetzt darüber freuen, dass es den Elfmeter gibt. Um hier wieder aufs aktuelle Spielgeschehen zu kommen. Das hat mir nach einer sehr harten Entscheidung ausgesehen. Lukas Grozurek wird da abgeklatscht und Deni Alam wird den Elfmeter ausführen. Da bin ich ziemlich gespannt auf die Zeitlupe. Grozurek gegen Trauner und Siegel und dann fällt Grozurek. Also hätte man vielleicht auch anders sehen können. Wichtiger wäre jetzt der Elfmeter und den verwandelt Deni Ala souveränst. Schöner Tag für ihn. 3:1 für Rapid. War das die Entscheidung in diesem Spiel? Ich denke fast schon. Und der ist richtig on fire, Deni Ala. 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Das heutige natürlich mitgerechnet. Da ist noch keiner zu früh reingelaufen, also alles korrekt bei diesem Strafstoß. Aber war die Entscheidung auch korrekt, hier auf den Punkt zu zeigen? Schauen wir nochmal drauf. Trauner hatte den Arm oben. Also da möchte ich mich nicht festlegen. Das ist sowieso egal. Hakam hat diese Entscheidung getroffen. Rapid führt mit 3:1. Und die Frage ist nur, kann Ried dieses Spiel noch mal spannend machen? Kommen sie hier noch einmal zurück? Im Normalfall lässt Rapid nichts anbringen drinnen bei einem 3:1 daheim. Vor eigenem Publikum. Die Standards mit, dass es wohl den nächsten Dreier gibt in der Liga. Die Ecke von Deni Ala, die zum 1:0 führte durch Terence Boyd. Und jetzt der Elfmeter, verwandelt von Deni Ala. Trimmel ist frei. Und Jan-Marc Riegler war so frei, nochmal hinzugehen. Freistoß für Rapid, plus Gelb für Riegler. Also, auch das war eine schwierige Entscheidung, sag ich mal. Ich würde es da eher auf eine Fehlentscheidung tippen. Trimmel, der sich da fallen hat lassen, da war Riegler gar nicht mehr dran. Dann hat Trimmel eingefädelt und diesen Freistoß rausgeholt.
interessante Variante. Meilinger. Dann holt sich Genialer gelb ab. Zwei Tore, ein Assist. Die bisherige Ausbeute von Deniala. Schicker. Meilinger hat sich schön gelöst. Und wir schauen nochmal auf die Entstehung zum Elfmeter. Trauner, dann kommt Ziegel und trifft Grozurek am linken Knie. Mit dem linken Fuß, wenn ich es richtig gesehen habe. Gelb für Ziegel, übrigens der fünfte in der laufenden Saison. Damit fehlt er beim Auswärtsspiel in der Südstadt gegen die Admira. Also alles in allem wohl doch eine vertretbare Entscheidung von Hakan. Schul. Wird Clemens Walsch kommen. Und zwar genau jetzt. Jener Walsch, der ein Riesenspiel machte gegen Salzburg, ein tolles Tor dabei geschossen hat. Und zwar jenes zum 1:1. Nacho hat stark begonnen, dann aber immer mehr abgebaut. Schicker Meilinger. Wieder Schicker, wieder Meilinger. So, jetzt kommt die Flanke und jetzt kommt ein Eckball. Der Einsatz von Königshofer hat sich nicht bezahlt gemacht. Hacic bei der Ecke. Nächster Anlauf für Adel Hacic. Königshofer. Beutler ist Ziegel gewähren. Schul.
Sonnleitner vor René Gartler. Es läuft alles auf den dritten Sieg in Folge für Rapid in der Meisterschaft hinaus. Kommenden Donnerstag gibt es ja noch den Abschluss in der Europa League Gruppenphase gegen Metalist Kharkiv. Vielleicht gibt es ja doch den ersten Punkt für Rapid, bevor es dann in der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Wacker Innsbruck weitergeht. Ja, nicht mehr weiter geht's jetzt für Lukas Grozurek. Er hat den Elfmeter rausgeholt. Und das war wohl der Knackpunkt in diesem Spiel. Christopher Drazan ersetzt ihn jetzt. Er kommt bald nicht mehr hin nach dem Freistoß von Gerson. Und Berit wird wohl diese Berg- und Talfahrt weitergehen. Ist ja ganz kurios, wenn wir auf die letzten Ergebnisse blicken, der SV Ried, wenn wir dabei vor ein paar Runden beginnen mit dem 1:6 gegen die Austria, dann hat es in der darauffolgenden Runde das umgekehrte Ergebnis gegeben. Das 6:1 gegen Mattersburg, dann 1:3 gegen Sturm, dann wieder, ja, drehen wir es um, 3:1 gegen Salzburg und heute 1:3. Auch eine gewisse Konstanz. Jules Meilinger. Schicke auf Schul. Gut, da habe ich jetzt kein Foul gesehen und Peter Schöttl ist regelrecht zu seinem Sitzplatz gesprintet, um sich da nicht wohl zu sehr zu beschweren. Da ist Schul einfach weggerutscht. Aber okay, Trimmel selbst hat ja auch schon clever agiert, sagen wir es mal so. Und der Freistoß, ja, der bringt immerhin die nächste Standardsituation für Ried. Ari Pichler ermöglicht, dass Marco Meilinger wieder seinen starken linken Fuß einsetzen kann. Es wäre an der Zeit für die Gäste, hier einen Treffer zu machen, wenn wir noch von einem spannenden Fußballspiel reden wollen. Das gelingt vorerst mal nicht. Weit vorbei gezielt am ersten Bundesligator von Gernot Trauner. Schippelsberger. Jetzt mit dem Fuß. Schul. Gartler.
Ja, da hätte sich das direkte Spiel angeboten, aber René Gartler hat es nicht gesehen, dass Walsch in die Gasse gesprintet ist. Ekinen gut gegen Meilinger. Drazan. Und jetzt ist die Bahn frei für das nächste Tor. Fragezeichen von Deni Haller. Mit der Ecke. Ekinen gegen Gartler. Giftig von René Gartler. Und dennoch gewinnt der Finne auch dieses Duell. Schippelsberger. Schöner Seitenwechsel auf Drazan. Fehlpass von Schul. Schimpelsberger kommt aber nicht vorbei an Ziegel und dann gibt es das nächste Foul von Harry Pichler. Diesmal gibt es dann doch Gelb. Pichler, der aber nicht nur mit Fouls heute aufgefallen ist, wenn wir an seinen Stangenschuss denken aus der ersten Hälfte. Drazan vorbei an Trauner. Oh, der hat noch was vor, wie es scheint. Christopher Drazan. Mal schauen, ob er Rapid erhalten bleibt. Marcel Sabitzer, ist ja auch kein großes Geheimnis, steht Ante Portas. Da soll es nur noch um Details gehen. Robert Schul sichtlich genervt. Auch ihm wird klar sein, das wird wohl nichts mit einem Punkt. Aus Sanel Hacic macht jetzt was draus und macht dieses Spiel wieder spannend. War mehr drinnen. Letztlich dann vielleicht etwas egoistisch gelöst. Marco Meilinger. Schul. Missverständnis mit René Gartler. Es läuft nicht mehr, auch nicht mehr bei ihm. Und hier noch einmal die eigentlich sehr gute Konterchance. Hacic. Und dann kann Gerson diesen Schuss so ablenken, dass Hacic hier nicht den zweiten Treffer für Ried erzielen kann. Zu steil für Walsch.
Schul. Gutes Auge. Schöner Pass. Und dann ein gutes Tackling von Gerson gegen Gartler. Hacic, der zuvor ein bisschen lang brauchte, um diesen Pass zu spielen. Dann optimales Timing beim Brasilianer. In der Zwischenzeit kommt Markus Hammerer aufs Feld. Er geht runter, Gernot Trauner. Hammerer, der als Joker stach gegen die Salzburger. Schicker, Flanke war nicht schlecht, Königshofer. Aber abseits die Entscheidung von Gerd Adanic. Ja, das Torschussverhältnis sieht immer noch gut aus für Ried. 17:11 aus Sicht der Innviertler. Aber richtig gefährliche waren da jetzt in den letzten Minuten auch keine mehr dabei. Und dieses 3:1 hat so etwas die Luft rausgenommen aus dieser Partie. Bisschen Ballglück mit dabei. Reifelshammer. Aus über 30 Metern hat er es da versucht. Konter über Terence Boyd. Schicker stellt den Körper dazwischen. Meilinger. Es war wieder kein Glanzstück, das Rapid hier heute dargeboten hat auf der Bühne Gerhard-Hanapi-Stadion. Aber das wird Peter Schöttl und den Rapid-Verantwortlichen vermutlich ziemlich egal sein, wenn der dritte Sieg in Folge rauskommt. So, und der wird jetzt doch mal garniert mit einem echten Glanzstück. Was für ein Tag für Dini Alla. Er kann es nicht glauben. Drittes Tor von Dini Alla. Und was für ein schönes. Hat eigentlich unspektakulär begonnen mit dem Abschlag von Königshofer. Dann ist Terence Boyd schon wieder beteiligt und dann dieser Volleyschuss von der Strafraumgrenze weg. Entscheidend auch, dass Trimmel das Kopfballduell gewinnt. Terence Boyd. Und dann, ja, wenn man schon zwei Tore gemacht hat und eins vorbereitet, riskiert man gerne so einen Volleyschuss. Drei Tore, ein Assist, Rapid führt 4:1, spielt jetzt mit Kulowitz, der gerade den angeschlagenen Gerson ersetzt hat. Trimmel. Mit Wegbereiter dieses Treffers, Schul. Genialer schnappt ihm den Ball weg. Guter Pass dann von Schimpelsberger auf Trimmel, Trimmel und Bolz. Kommt nicht zum Zug,
Jena Beutz, der also wieder einen Treffer von Alla vorbereitet hat. Auch wenn da vielleicht ein bisschen die Hand mit im Spiel war, das werden wir dann später nochmal genauer beleuchten. Und zwar beleuchten wir es jetzt. Hier, Kreuz. Ja, das muss man schon pfeifen. Achtung, Kopfball. Der Oberarm von Terence Boyd hat mitgeholfen zu diesem Tor. War aber mit Sicherheit nicht einfach zu sehen in der Bewegung für Alexander Hakam. Weil Hakam hat laufen lassen, ist Deni Alla zu seinem ersten Dreierpack in der Bundesliga gekommen. Also wenn es gegen Ried geht, dann wirft Deni Alla die Tormaschine richtig an. So ist schon sein 9. Treffer gegen TSV Ried. Und insgesamt sein 38. Bundesliga-Treffer. Grössinger für Meilinger. Marco Meilinger am Rieder Tor beteiligt mit seiner Flanke. Erster Einsatz von Grössinger. Wenn wir zurückdenken an die ersten 15, 20 Minuten, hätte man eigentlich nie und nimmer gedacht, dass so ein Ergebnis jetzt möglich ist. Gartler gegen Sonnleitner und Elfmeter. Plus Gelb. Mario Sonnleitner. Zweiter Sieger bei diesem Duell gegen René Gartler. Schauen wir noch mal drauf. Hier kommt Gartler mit Glück noch mal ran an den Ball. Sonnleitner mit diesem Tackling. Foulspiel. Ja. Anil Hacic kann was tun für Ergebnis Kosmetik. Oder will er doch mehr? Naja, schauen wir mal, die 85. Minute bricht an. Nur noch unter Anführungszeichen 2:4 aus Sicht der Rieder. Und dennoch wäre es eine riesen Überraschung, wenn hier noch was ginge für die Gäste aus dem Innviertel. Schippelsberger. Gestört von Grössinger. Hat er verlängert. Nacic. Direkt in die Beine von Drazan. Der sieht, dass Terence Boyd startet. Aber Klaus Drazan sieht eine Abseitsstellung des US-Amerikaners. Schicker. Und das war ein schöner Ball. Und wenn der reingeht, wird es hier tatsächlich noch spannend. Clemens Walsch hatte da keine schlechte Schussgelegenheit. Hier schauen wir noch mal auf die Entstehung zum Elfmeter. Schauen Sie unten, Sonnleitner, Tackling, trifft den Ball nicht, trifft nur
das Bein von Gartler. Schicker vor Trimmel. Und dann das nächste Foul von Bichler. Das ist so ein echter Bad Boy. Aber solche Spieler sind vor allem in den eigenen Reihen gern gesehen. Ein, zwei dieser Sorte schaden keiner Mannschaft. Ab und zu halt mal wird eher dem Gegenspieler ein Schaden zugefügt. Nacic, Königshofer kommt und räumt alles weg. Schicker als letzter Mann. Riegler. Das wollte er, denke ich, ein bisschen anders lösen. Aber hat auch ganz nett ausgesehen. Schippelsberger geht auch keine großen Kompromisse ein. Weiter Einwurf von Grössinger. Beuth. Drazan. Ja, die Idee war schon nachvollziehbar, aber Denialer ist auf diese Idee nicht eingestiegen. Nacic. Schicker gegen Beuth und Königshofer mit der Faust. Unfangbar schien mir der auch nicht gewesen zu sein, aber auch das war keine schlechte Aktion von Lukas Königshofer in seinem mittlerweile auch schon 38. Bundesligaspiel. Ja, Peter Schöttl ist heute auch recht kommunikativ unterwegs in der Coaching-Zone. Markus Hameter ist heute der Lieblingsgesprächspartner des Rapid-Trainers. Sehr viele Fouls in diesem Bundesligaspiel, überdurchschnittlich viele. Auch deshalb der Spielrhythmus nur selten gewährleistet. Diese vielen Unterbrechungen schaden natürlich einem wirklich attraktiven Spiel und dennoch sind hier 6 Tore gefallen. 4 davon für Rapid, also für jene Mannschaft, die den 3. Ligasieg in Folge einfahren wird, nach dem 3:0 über Mattersburg, dem 2:0 über die Admira. Und heute könnte es, Schul war das, zu einem 4:2-Sieg kommen, wenn da nicht noch ein paar Unkonzentriertheiten an den Tag kommen. 4 Minuten werden eben angezeigt an Nachspielzeit. Ja, in Erinnerung wird auf alle Fälle bleiben, dass Denialer seinen ersten Dreierpack schnüren konnte in der Bundesliga. Zudem noch Terence Boyd den Treffer aufgelegt hat. Also unglaublich effizient.
Und damit wird dann Rapid nach dieser Runde bei 35 Punkten stehen. Kössinger, der ist drinnen. Also, es wird hier doch noch mal spannend und vielleicht muss ich das zurücknehmen mit den 35 Punkten. Zweite Minute der Nachspielzeit. Ja, das war ein sehenswerter Drehschuss von Grössinger. Markus Grössinger, sein erstes Bundesligator im 11. Bundesligaspiel. Riegler per Ferse. Auch hübsch. Und dann Königshofer, der stehen bleibt und nicht mehr rankommen kann. Zwei Minuten noch. Deniala. 4:3. Drei Tore für Ried im Hanapi und dennoch wohl kein Punkt, aber dafür eine rote Karte für Thomas Reifelshammer. Das ist eigentlich ein extrem fairer Spieler. Und es war glattrot und Hacic muss aufpassen, sonst fliegt er auch, denn da hat schon auch den Griff gegen Hakam gegeben. Gebauer holt sich auch noch gelb ab. Also jetzt bin ich nicht zum ersten Mal in diesem Spiel gespannt auf eine Zeitung bei Thomas Reifelshammer. Also ich weiß nicht, ob Rot da wirklich das zu treffende Maß gewesen ist. Naja, okay, der Ball war lange weg. Und zwar jetzt und hier geht Reifelshammer hinein gegen Deniala. Unnötig war's. Ich denke, gelb hätte man auch geben können. Das hat jetzt nicht gesundheitsgefährdend ausgesehen. Sowas nennt man dann eine extrem strenge Regelauslegung. Alexander Hakam wird wohl meinen, der Ball war lange weg, die Aktion galt nur dem Gegenspieler, war mit voller Absicht ausgeführt. Und so verrinnen die Sekunden hier in der Nachspielzeit. Und damit wird es wohl auch keine finale Ausgleichsgelegenheit mehr geben für die Rieder. So, schauen wir mal, ob es hier noch weitergeht. Ach, da pfeift Hakam. Aus meiner Sicht total unnötig. Gelb hätte er auch noch nachher zeigen können, denn die Rieder sind am Ball geblieben. Und damit hat er den Riedern eine richtig gute Chance genommen. Aber jetzt haben sie eine andere Möglichkeit, und zwar mit diesem Freistoß noch einen letzten hohen Ball an die Strafraumgrenze zu schicken. Schul verlängert. Pichler klärt, das war's. Rapid siegt letztlich doch mit Hängen und Würgen. 4:3. Alexander Hakam leider dann auch im Blickpunkt gewesen am Ende. Und dennoch streichen wir den Dreierpack von Deniala heraus nach diesem Spiel, der ja fast im Alleingang diese Partie entschieden hat. Naja, Terence Boyd nehmen wir schon noch dazu, denn die beiden haben heute in Sachen Offensive einiges bewegen können. Und da ist die Laune natürlich gut bei Deniala. Drei Tore, ein Assist. Terence Boyd, der sich artig nochmal bedankt bei Deniala, denn der hatte mir auch den Treffer aufgelegt. Und Terence Boyd hat sich ja eindrucksvoll revanchiert mit zwei Assists für Deniala. Also die beiden standen wirklich im Mittelpunkt heute Abend im Hanapi-Stadion. Rapid feiert den dritten Sieg in Folge. Kassiert zwar daheim drei Gegentore, ist auch schon länger nicht mehr passiert, und fährt dennoch die drei Punkte ein. Auch weil Deniala richtig Lust hatte zu treffen. Gerhard Schweizer
hat irgendwie ein kurioses Spiel seiner Mannschaft gesehen, denn die Rieder haben fantastisch begonnen als Auswärtsmannschaft hier im Hanapi, haben dominiert die ersten 15, 20 Minuten, haben es nicht geschafft, in Führung zu gehen. René Gartler, der den Ausgleich gemacht hat und der sich jetzt mit der Mannschaft von den Rieder-Fans verabschiedet. Apropos verabschieden, da hat sich keiner der Rapid-Spieler bei den wirklich harten und treuen Rapid-Fans verabschiedet, sprich beim Westsektor. Obwohl heute alle geblieben sind, die 90 Minuten. Naja, René Gartler, für ihn persönlich schön, dass er ein Tor gemacht hat. Aber letztlich wird auch er enttäuscht sein, dass es am Ende doch nicht gereicht hat. Obwohl es hier tatsächlich nochmal spannend geworden ist. Nachdem Rapid schon mit 4:1 in Führung ging und dann doch noch zwei Tore kassieren musste. Dann leider noch rot aus Sicht von Ried Thomas Reifelshammer, der damit fehlt. In der Südstadt beim kommenden Spiel. Und wenn die Serie so weitergeht, müsste dann Ried wieder gewinnen. Ja, 7 Tore. Alles in allem also doch eine sehr unterhaltsame Geschichte. Rapid gewinnt. Liebe Zuseher, das war's von mir. Jetzt darf ich Sie einladen. Natürlich zu alle Spiele, alle Tore. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung und schönen Abend noch aus dem Hanapi. You're ready to move. Das Duell der Herbstmeister der vergangenen 3 Jahre hat es heute in Wien-Hütteldorf gegeben, im Hanapi-Stadion. Ried war ja in den vergangenen beiden Spielzeiten Herbstmeister, Rapid im Jahr 2009. Und heute sind insgesamt 7 Tore gefallen. Erich Auer über das Duell Rapid gegen Ried und über die Rückkehr zweier Torjäger. René Gartler mit 9 Treffern, Rieds Top-Torjäger, rechtzeitig zum Gastspiel bei seinem Lebensverein wieder fit. Und Terence Boyd mit 7 Treffern, der beste Rapidler in der Torschützenliste, nach Gelbsperre wieder zurück. Die Rieder dominieren die Anfangsphase. Das ist ein Eckball von Meilinger, Kopfball Gartler und dann Reifelshammer. Nicht Kopf, nicht Bein, sondern die Hüfte und damit nichts mit 1-0 für die Innviertler nach 9 Minuten. Rapid braucht lange, um in diese Partie reinzukommen, profitiert von Rieder Offensivbemühungen und löcheriger Abwehr. Alla auf Beuth und der scheitert an Thomas Gebauer. 25 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt, die Rieder Abwehr gestretcht. Wunderbares Anspiel von Alla, Beuth mit Risiko nicht belohnt. Es folgt der erste Eckball, Rapid, Alla und da ist Beuth und der Ball ist drin. Entgegen dem Spielverlauf 1-0 Rapid, 26. Minute, 8. Saisontor Terence Boyd. Der erste Assist von Alla in dieser Spielzeit, aber auch ein unfreiwilliger Assist von Thomas Gebauer, der da den Eckball völlig falsch einschätzt. Meilinger kann auf der Linie das Unvermeidbare nicht mehr verhindern. Terence Boyd ist back, die Rieder sind es 8 Minuten später, aber auch Gartler leitet diesen Angriff ein. Dann geht es über Andreas Schicker, Marco Meilinger, Robert Schul verlängert, Gartler schließt ab, 1-1, 34. Minute, 10 Treffer, René Gartler in 59 Spielen für Rapid geschossen, jetzt hat er 10 in 16 Partien für die Rieder. Sehenswerter Angriff und dann noch entscheidend, dass Schul den Ball genau in den Laufweg von Gartler, der von der Rapid-Abwehr unbeobachtet bleibt, scherzelt. Alles wieder offen, ein hochverdienter Ausgleich für die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Schweizer. Ried versucht weiter, blauäugig nach vorne zu spielen, vernachlässigt die Defensive. Harry Bichler, heute der einzige zentrale defensive Mittelfeldspieler bei Rapid, platzt einmal der Knoten und ein guter Weitschuss, ein Aufsitzer und ganz tückisch. Dieser Ball streift dann, Sie werden es gleich hier in dieser Einstellung genauer sehen, noch den Torpfosten. 43 Minuten gespielt, alles richtet sich auf ein 1:1 zur Pause ein. Dann die 45. Minute, Schimpelsberger. Meilinger attackiert kaum
Und dann bringt Trauner den Ball nicht weg. Beuth auf Alla und Rapid führt 2:1. Was dieser Alla mit dem Fuß macht, das wird zu Gold. Aber der Fehler hier von Trauner, der den Ball wegschießen hätte können. Gut dann von Beuth die Vorlage und Alla im Fallen spektakulär mit seinem 6. Saisontreffer. Das war auch der Schlusspunkt einer ersten Hälfte. Die Rapid-Co-Trainer Tritan Paholi freiwillig von der Tribüne aus beobachtet hat. Für Steffen Hofmann ist dann Schluss, der Akku beim Deutschen wieder leer. Markus Hekenan für ihn in der Partie. Ried beginnt auch die zweite Hälfte stark. Ein Schuss von Macho, den Gerson hier abfälscht. Wer weiß, wo der Ball sonst gelandet wäre. Knappe Stunde gespielt, das ist Grozorek. Der spielt statt des Gelbgestellten Burgstaller und dann gibt es Elfmeter. Und Gelb für Marcel Ziegel hinterher. Das ist seine 5. Der fehlt gegen die Admira. Und Alla verwertet. Der Strafstoß geht in Ordnung. Die Ausführung auch. Der bereits 9. Bundesliga-Doppelpack von Deni Alla. Der 4. den er gegen die Rieder macht. Ja, und dann ist lange Zeit Ruhe im Karton. Bis 10 Minuten vor dem Ende. Weiter Abschlag Königshofer. Und dann Beuth auf Alla und das hat alle Chancen zum Tor des Monats gewählt zu werden. Erster Bundesliga-Triplepack von Alla, Königshofer mit dem weiten Abschlag. Dann gewinnt hier Trimmel das Kopfballduell gegen Riegler, entscheidend. Beuth vielleicht mit dem Arm dran, sei es drum. 2. Torvorlage von Terence Beuth in einem Spiel, das gab es bisher noch nie. Und der Abschluss von Alla einfach nur sehenswert. Die Partie scheint gelaufen, aber dann kommt doch noch mal Spannung auf. Gadler gegen Sonnleiter und jetzt gibt es Strafstoß auf der anderen Seite. Ried mit Offensivkräften, mit Frischen, mit Grössinger und mit Hammerer lässt einfach nicht locker. Sonnleitner lässt hier auch nicht locker gegen Gadler. Elfmeter gerechtfertigt. Hacic zuletzt gegen Salzburg hat er getroffen. Er trifft auch gegen Rapid und macht die Partie in Minute 84 nochmal spannend. Dann wie Königshofer auf der anderen Seite, Gebauer mit seinem weiten Abschlag. Pichler jetzt Innenverteidiger, weil Gerson ausgewechselt ist, nicht mit Erklärung. Und da ist der eingewechselte Markus Grössinger, macht mit seinem ersten Torschuss im Spiel sein erstes Bundesliga-Tor und sorgt für das erste Joker-Gegentor von Rapid in dieser Spielzeit. Pichler dann nicht souverän, Rieger elegant und Grössinger mit Bums und platziert. 4:3 Nachspielzeit, kommt Ried nochmal? Nein. Denn für diese Attacke von Reifelshammer gibt es glatt rot von Schiedsrichter Hakam. Vielleicht hätte es Gelb auch getan. Alla hat das Ganze jedenfalls überstanden. Das war der letzte Aufreger. Ried, fast doppelt so viele Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Und am Ende, wie eigentlich üblich, in Hütteldorf wieder punktelos. Rapid gewinnt ein seltsames Fußballspiel hier. Mit 4:3. Bei allem Respekt vor Mario Haas, Deni Alla ist für mich bis jetzt der Mann dieser Runde. Triple Pack klingt wie? Sagen Sie es mal. Sehr schön. Nur schön? Ja, das ist natürlich sehr schön für mich. Also mein erster Triple Pack. Und ja, freue mich sehr über die 3 Tore. Was wäre denn Rapid momentan ohne Sie wert? Ja, es ist natürlich schon jetzt, dass ich wieder treffe. Aber es ist natürlich die ganze Mannschaft, ist entscheidend, dass wir gut nach vorne spielen, jetzt besser nach vorne spielen. Obwohl wir nicht jetzt den schönsten Fußball spielen. Aber wir sind jetzt zurzeit sehr effizient und das ist sehr wichtig. Wann kommt denn dieser schöne Rapid-Fußball? Ich glaube, zurzeit ist das nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die 3 Punkte einfahren. Und wenn's, natürlich wollen wir schön spielen, das ist ganz klar, aber wichtiger sind die 3 Punkte. Warum geht eigentlich momentan niemand zum Westblock hinüber? Ja, wir haben eh Klatsch. Also, ja, ich weiß nicht, das ist so vorgegeben worden, also keine Ahnung. Vorgegeben worden? Ja, wir haben uns gesagt, dass wir jetzt von der Mittellinie klatschen, dass wir alle allen Seiten applaudieren. Ich glaube, ist ja ganz okay. Was passt denn nicht mit dem Verhältnis zu den Fans zurzeit? Ja. Irgendwas passt nicht? Ja, es war natürlich eine schwierige Zeit. Wir haben alle eine schwere Zeit gehabt, wir haben nicht gut gespielt. Die Fans waren sauer, das ist ganz normal, aber es wird schon wieder passen. Spielt sich Rapid jetzt in einen Lauf hinein? 3 Siege in Serie in der Liga, jetzt kommt noch Innsbruck, dann kommt noch Wiener Neustadt. Ja, für uns ist sehr wichtig, dass wir die 3 Punkte einfahren gegen die sogenannten Kleinen. Und wir wollen einfach oben rankommen und das ist jetzt entscheidend. Gegen die sogenannten Kleinen, Rapid ist momentan wieder groß. Waren wir
Wir waren da nie klein, ich glaube, Rapid ist immer groß. Aber wir haben einfach nicht gut gespielt, das war uns bewusst vorher. Und jetzt schießen wir einfach die Tore und das ist sehr wichtig. Danke. Ja, erstmals in dieser Saison gewinnt Rapid 3 Bundesligaspiele in Folge. Und das liegt wohl auch daran, dass Deni Aller einen Lauf hat. Heute also 3 Tore in einem Bundesligaspiel. Zum ersten Mal an allen 4 Rapid-Touren beteiligt, 3 Tore selbst erzielt und eine Torvorlage geliefert. Und bei 7 der letzten 9 Rapid-Touren war er entweder Schütze oder Assistent. Deni Aller. Besonders schön heute sein Treffer zum 4:1. Ein herrlicher Volleyschuss, genau ins Kreuzeck. Was macht ihn derzeit so stark, den Deni Aller? Ja, momentan ist er die Lebensversicherung von Rapid. Also er ist ein technisch versierter Stürmer, der natürlich breitbändig ist, aber hier ist auch etwas Glück dabei. Aber er wartet nicht lange, hat den Instinkt, den ein Stürmer braucht und kommt etwas Glück dazu. Aber er hat sehr wohl die Qualität, diese Torszenen erfolgreich abzuschließen. Also die Europa League ist im Prinzip dahin, auch wenn das letzte Spiel gegen Kharkiv noch auf dem Programm steht, am kommenden Dienstag natürlich live bei uns zu sehen. Aber Rapid ist jetzt wieder richtig gut in Form. Der Rapid-Trainer im Gespräch mit Jörg Kühne. Viel Dramatik am Ende also, Peter Schöttl. Wieso war denn das am Schluss noch so richtig spannend, dieses Match? Ja, weil Rapid durch den Elfmeter natürlich dann alles riskiert hat und wir uns einfach nicht clever genug verhalten haben. Und darum ist es eigentlich nach einer komfortablen 4:1-Führung noch richtig eng geworden. Und ich war wirklich froh, wie er abgepfiffen hat. Ja, wie glücklich war der Sieg. Alles in allem vergessen wir auch nicht diese erste Hälfte. Da war Ried eigentlich klar besser. Ja, kann man immer diskutieren, wer besser war, wer mehr Chancen gehabt hat. Ist mir relativ egal heute. Also wir waren speziell mit unseren Stürmern heute sehr effektiv. Für mich ein bisschen ärgerlich ist es, dass wir das ganz und gar nicht souverän zu Ende gespielt haben, sondern es wirklich bis zur letzten Sekunde sehr knapp war. Was wäre Rapid ohne Aller momentan wert? Kann man nicht sagen, würde ein anderer Spielmann ja nicht da wäre. Vielleicht wird er auch seine Tore machen. Vielleicht? Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, im Moment ist es so, dass wir jetzt in der Meisterschaft zum Glück fleißig unsere Punkte sammeln. Es war für alle Beteiligten ein richtig schwieriger Herbst. Und wir haben nur 3 Aufgaben vor uns mit der Euroleague-Partie gegen Kharkiv, mit Innsbruck und Wiener Neustadt. Und wir hoffen, dass wir das noch gut rüberbringen. Ja, wie gut tut denn Ihnen dieser Lauf jetzt? 3 Ligasiege in Serie? Ja, natürlich geht es auch den Trainern gut dabei. Wir haben unsere schwierigste Phase einfach gehabt mit den schwierigsten Gegnern. Mit Leverkusen, mit Salzburg, mit Sturm, mit Austria. In einer Zeit, wo wir bis zu 10 Verletzte gehabt haben. Jetzt schaut es personell einfach besser aus und haben jetzt auch von der Auslosung die Gegner, die, wenn wir gut sind, auch schlagen sollten. Sollen die Spieler nicht zu den Fans hinter der West, auf der Westtribüne oder dürfen sie nicht? Warum gehen die dort nicht hin? Bitte mich nicht fragen über diese Thematik. Ich kriege das gar nicht mit, weil ich bin mit dem Schlusspfiff immer am Weg in die Kabine. Haben Sie keine Meinung dazu? Ich habe im Moment keine Meinung dazu. Nein. Warum nicht? Weil ich im Moment keine Meinung dazu habe. Weil die Stimmung bei Rapid rundherum so komisch ist, immer noch. Es ist schwierig. Es ist für alle Beteiligten ein wahnsinnig schwieriges und belastendes Arbeiten im Moment. Wir versuchen es so gut wie möglich hinzubekommen. Und ich glaube schon, dass Sie die 35 Punkte nach 18 Runden sehen lassen können. Vielen Dank. Gerne. Ja, Georg Zellhofer, warum wird eigentlich gerade bei Rapid immer thematisiert, dass irgendwer bei irgendwem sich nicht verabschiedet nach dem Spiel? Sie kennen es aus eigener Erfahrung. Man dem vielleicht zu viel Wert gegeben in den vergangenen Jahren? Glaube ich doch. Also die Chemie passt immer noch nicht. Das merkt man, dass sie immer noch Unstimmigkeiten sehen. Es wird immer sehr viel weggelegt darauf. Ist nicht immer das Wichtigste. Es gehört dazu. Die Fans natürlich haben den nötigen Respekt verdient. Aber momentan denke ich, ist es sehr wichtig für Rapid, dass sie die Punkte machen. Sie müssen punkten, 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 dass die Abstände zu der Austria und zu Salzburg nicht größer wird. Und das ist das Entscheidende momentan. Ja,